Verkehrschaos 1991. Überfüllte Straßen und Autobahnen, Flughäfen vor dem Kollaps. Und auch die Eisenbahn kann längst nicht alle Kundenerwartungen erfüllen. Ein Szenario, das sich bedrohlich über Deutschland, aber auch über Europa zusammenbraut. Dringend gesucht ist deshalb eine Lösung, in der alle Verkehrssysteme optimal vernetzt sind. Denn ob Auto, Bahn, Flugzeug oder Schiff, jedes System hat Vor- und Nachteile. Tja, nach dieser Lösung, bei der alle Verkehrssysteme untereinander vernetzt sind, um möglichst viele ihrer Vorteile einzubringen, nach dieser Lösung suchen Politiker und Verkehrsfachleute schon geraume Zeit. Die Verkehrspolitik, viele Jahre eher ein Stiefkind, wird immer mehr zu einer zentralen Frage, sowohl in Bonn als auch in allen anderen Hauptstädten des zusammenwachsenden Europa. Guten Tag, meine Damen und Herren. Mit diesem BZ-Report wollen wir Ihnen Hintergründe aufzeigen, warum neue Eisenbahnstrecken notwendig sind, warum Strecken ausgebaut werden müssen. Und wir wollen darstellen, wie die einzelnen Planungsschritte ablaufen und was alles dazugehört. Inzwischen ist unbestritten, dass im Bereich von 100 bis 800 Kilometer Distanz die Bahn das insgesamt günstigste Verkehrsmittel ist. Das Verkehrsaufkommen steigt ständig. Durch das Zusammenwachsen der europäischen Staaten und durch die Öffnung nach Osten wird die Nachfrage nach Verkehrsleistungen noch weiter wachsen. Doch die Kapazitäten von Luft und Straße sind erschöpft. Eine Ausweitung braucht weniger Platz. Sie ist sicherer. Und sie ist sparsamer. Streckenausbau und Streckenneubau sind also volkswirtschaftlich äußerst sinnvoll. Das heißt, der zu erwartende Nutzen ist um ein Vielfaches höher als die Kosten. Und auch die betriebswirtschaftlichen Prognosen sehen gut aus. Man rechnet mit einem bis zu 2 Milliarden Mark besseren Wirtschaftsergebnis. Diese guten Prognosen gelten übrigens für den Fernreiseverkehr ebenso wie für den Güterverkehr. Es ist also sicher sinnvoll, für die angestrebte Vernetzung erstmal die Bahn auszubauen. Das ist der aktuelle Bundesverkehrswegeplan, ein umfassendes Werk. Es enthält alle Verkehrswegeplanungen des Bundes. Aufgrund sorgfältiger Erhebungen und Berechnungen wird der Bedarf für alle Verkehrswege für einen bestimmten Zeitraum festgelegt. Und nach dieser Zielbeschreibung wird vom Bundesminister für Verkehr auch investiert. Auch für die Bundesländer und deren nachgeordnete Gebietskörperschaften gelten diese Bedarfsbeschreibungen. Doch bis die hier enthaltenen Vorhaben realisiert sind, können manchmal Jahre vergehen. Der Grund: sorgfältige Planung und die Berücksichtigung verschiedenster Interessen, das braucht eben seine Zeit. Sehen wir uns die Planungsabläufe einmal genauer an. Wenn man sich im Verkehrswegeplan einig ist, dass eine neue Strecke gebaut werden soll, werden die Planungsarbeiten vertieft. Solche Anfangsplanungen enthalten meist noch mehrere großräumige Streckenvarianten, die alle mit den Bundesländern besprochen werden, durch die die neue Strecke später führen soll. Am Ende dieser sogenannten Erörterungen stehen dann nur noch jene Varianten, die in die engere Wahl kommen. Oft ist es nur noch eine Variante. Dafür gibt es dann eine weitergehende Grobplanung. Und mit den so entstandenen detaillierteren Planungsunterlagen geht es in das Raumordnungsverfahren. Dazu gehört übrigens jetzt auch zwingend eine Umweltverträglichkeitsprüfung, aber damit wollen wir uns etwas später noch genauer befassen. Der Sinn des Raumordnungsverfahrens: die Streckenführungen sollen mit allen anderen bedeutsamen Planungen des jeweiligen Bundeslandes abgestimmt werden. Ist man sich einig, folgt die Feinplanung. Jetzt wird die künftige Strecke in allen Einzelheiten geplant, jedes Detail wird untersucht und festgelegt. Aber noch wird nicht gebaut. Und eigentlich geht es jetzt erst richtig los. Es folgt nämlich das Planfeststellungsverfahren. Jetzt werden alle Details der neuen Strecke Punkt für Punkt mit vielen Beteiligten, auch mit einzelnen Bürgern, rechtsverbindlich abgestimmt.
Erst wenn jetzt alles klar ist, macht man die Ausführungsplanung. Und erst dann kann der Bau beginnen. Jetzt ist sicher klar, warum das alles Zeit kostet. Aber es wird sicher auch deutlich, dass bei uns die Gebietskörperschaften und vor allem die Bürger ein gewichtiges Wort mitzureden haben. Rüdiger Niems hat sich einzelne Phasen dieses Planungsablaufs einmal näher angesehen. Es gibt vielfältige Interessen, die sorgfältig beachtet werden müssen. Der erste Schritt ist die Aufnahme der neuen Bahnstrecken in den Bundesverkehrswegeplan. Die letzte Fassung stammt aus dem Jahr 1985. Damals waren für die Neu- und Ausbaustrecken der Bahn runde 40 Milliarden Mark vorgesehen. Ein deutliches Zeichen aus Bonn, eine stolze Summe. Zurzeit wird das Werk fortgeschrieben. Auch die Verkehrsprojekte Deutscher Einheit werden darin einfließen. Doch jeder Bauabschnitt muss detailliert mit dem jeweiligen Bundesland abgesprochen werden. Bei einer solchen Planung werden natürlich eine Vielzahl von Interessen berührt, die wir alle unter einen Hut bekommen müssen. Da sind Straßenbauer, da sind Landschaftsplaner, da sind Wasserwirtschaftler und Kommunalplaner, die hier mitreden wollen. Und da versuchen wir im direkten Gespräch mit den Betroffenen vor Ort die bestmögliche Trasse herauszufinden, sodass nachher alle das Gefühl haben, mit dieser Trasse können wir leben, die dann ja in der Raumordnung vertieft behandelt wird und bis zu 200 verschiedene Verbände, Behörden aller Art werden hier angesprochen, die dann dazu nochmal ihre Stellungnahme abgeben können. Nach der Grobplanung kommt das Raumordnungsverfahren. Von Anfang an ist eine eingehende Abstimmung mit der jeweiligen Landesplanung fällig. Schließlich soll eine neue Strecke nicht durch eine geplante Mülldeponie führen oder durch ein geplantes Naturschutzgebiet. Auch die Verkehrswegeplanung des jeweiligen Bundeslandes muss beachtet werden. Die Perspektiven von Bundesland und Bundesbahn werden also aufeinander abgestimmt. Auch die Umweltverträglichkeit spielt in dieser Phase eine gewichtige Rolle. Schon am Anfang des Raumordnungsverfahrens liefert die DB die bisher vorhandenen Planungsunterlagen an die Gemeinden, die dann ihrerseits alles öffentlich auslegen. So wird die interessierte Öffentlichkeit informiert. Es gibt aber darüber hinaus auch Broschüren, Ausstellungen, Trassenbegehungen und Bürgerversammlungen. Jeder kann sich mit dem Projekt vertraut machen und, wenn er will, im Rahmen der Umweltverträglichkeitsprüfung Einwände einbringen. Auf diesen Abstimmungen beruht dann die Feinplanung. Und damit geht es in das Planfeststellungsverfahren. Dann haben Behörden, Firmen, Parteien, vor allem aber auch einzelne Bürger das Recht, dem Vorhaben zu widersprechen, Änderungen vorzuschlagen. Und bitteschön, wenn Sie bei uns diese großen Flächen in Anspruch nahmen, betreiben, dann sollte auch dieser Ausgleich bei uns stattfinden. Eine breite Diskussion ist durchaus im Sinne der Bundesbahn, denn sie will einen breiten Konsens am Ende des Verfahrens und möglichst keine Klagen. Bei den vielen öffentlichen Diskussionen wird unter vielem anderen darüber gesprochen, welche Baumaßnahmen wo geplant und realisiert werden, welche Grundstücke oder Grundstücksteile dafür nötig sind, ob Baustraßen oder nur zeitlich begrenzte An- und Abfahrten geplant sind, wie konkret zum Beispiel im Bereich des Schallschutzes die Rechte anderer geschützt werden, wie die natürliche Umgebung im landschaftspflegerischen Begleitplan berücksichtigt und gestaltet ist. Sind alle Fragen geklärt, alle Einsprüche berücksichtigt, wird der Plan endgültig festgestellt. Es folgt die Ausführungsplanung und dann der Baubeginn. Möglichst bald möchte die Deutsche Bundesbahn vor allem die neue Strecke von Köln nach Frankfurt am Main bauen. Doch wie bei allen anderen Strecken gibt es auch hier natürlich im Vorfeld heftige Diskussionen. Zurzeit finden die Raumordnungsverfahren statt, also die Abstimmungen mit den Bundesländern Hessen, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz. Ralf Dilger war vor Ort. Er hat einen Situationsbericht mitgebracht. Frankfurt-Main, Hauptbahnhof. Nach wenigen Minuten Aufenthalt setzt sich der ICE Richtung Hannover in Bewegung. Während gleich darauf an einem benachbarten Bahnsteig der Intercity Spessart Richtung Köln abfährt. Einer von 32 Intercity-Zügen pro Tag, die die Finanzmetropole am Main mit Bonn, Köln und dem Ruhrgebiet verbinden. Die Fahrt dauert über 2 Stunden.
Viele Reisende bevorzugen jedoch den eigenen Pkw zwischen Frankfurt und Köln. Allerdings, je nach Tageszeit, ist das Tempo der eigenen vier Räder auch hier stark eingeschränkt. Die Fahrt mit erheblichem Stress verbunden. Mit knapp 4 Millionen Lkw und 40 Millionen Pkw pro Jahr sind die beiden Autobahnen A3 und A61 zwischen den Regionen Rhein-Main und Rhein-Ruhr äußerst stark belastet. Der Bau einer neuen, schnellen Bahnverbindung ist längst überfällig. Doppelt so schnell wie das Auto, halb so schnell wie das Flugzeug. Die Fahrt von Frankfurt nach Köln verkürzt der Intercity Express im Vergleich zu heute um über die Hälfte auf nur noch eine Stunde Fahrzeit. Dieser Fahrzeitgewinn und ein besserer Komfort werden 60-70% mehr Fahrgäste anziehen, so rechnen die Fachleute. Während der ICE schon seit 2. Juni 1991 zwischen Hamburg und München fahrplanmäßig in Betrieb ist, befindet sich die viel diskutierte Neubaustrecke Köln-Rhein-Main noch in der Planungsphase. Ursache dafür sind die gründlichen, aber auch langwierigen Ausarbeitungen und Diskussionen der verschiedenen Streckenvarianten. Das Bundeskabinett hat sich im Dezember 1989 für die rechtsrheinische Variante entschieden. Sie ist die kürzeste Verbindung, aber auch die wirtschaftlichste und vor allem umweltfreundlichste Lösung. Die Intentionen der Bahn gingen von Anfang an darauf, hier eine zügige, preisgünstige und besonders effektive Verbindung herzustellen. Und die wurde gefunden in der Lösung einer Bündelung der Strecke bis Siegburg von Köln kommend mit der vorhandenen Strecke und von dort ab im Wesentlichen eine Parallelführung mit der vorhandenen Bundesautobahn A3 in das Rhein-Main-Gebiet. Durch die neue Strecke wird die heute völlig überlastete Rheinstrecke entlastet. Ein wichtiger Aspekt, der auch dem Nah- und Regionalverkehr zugutekommen wird. Überall stößt die Planung der Neubaustrecke auf großes Interesse. Bei den Bürgern natürlich besonders dort, wo sie von der Trassenführung unmittelbar betroffen sind. Schon im frühen Stadium der Planung, im Raumordnungsverfahren, gab es Informationsveranstaltungen, Bürgerversammlungen und oft auch die Bildung von Bürgerinitiativen. Kommen Sie jetzt sachlich zu den Antworten. Okay, das will ich ja gerne tun. Ich habe gesagt, es gibt zumindest eine Variante. Einer der kontrovers diskutierten Streckenabschnitte ist die Anbindung von Wiesbaden an die neue Trasse. Nun, die Anbindung des Wiesbadener Hauptbahnhofs ist eine unserer zentralen Forderungen in den anstehenden Verfahren und eben auch die Forderung nach umfangreicher Information und Beteiligung der Landeshauptstadt in dem zunächst auch dann anstehenden Raumordnungsverfahren. Die Bundesbahn hat jetzt einen Vorschlag der Umweltverbände aufgegriffen, der statt komplizierter Tunnelplanungen eine Trassenführung entlang der Autobahn und der bereits bestehenden Bahnstrecke direkt zum Hauptbahnhof vorsieht. Dies ist eine sehr preisgünstige und auch ökologisch gut vertretbare Lösung, die wir als den Vorschlag der Deutschen Bundesbahn in das Raumordnungsverfahren einbringen wollen. Heiß umstritten war bisher auch der Streckenabschnitt bei Bonn-Königswinter, nicht zuletzt wegen des Siebengebirges, dem ältesten Naturschutzgebiet Deutschlands. Hier ging es um Folgendes. Einmal um die Streckenführung über Bonn-Beuel und damit einer Trasse mitten durch das Naturschutzgebiet Siebengebirge oder um die Variante entlang der A3 über die Stadt Siegburg. Die Planer der Bundesbahn favorisierten die Streckenführung über Siegburg, die das Naturschutzgebiet kaum beeinträchtigt. Eine Lösung über Siegburg ist um 700, 800 Millionen billiger, preisgünstiger als eine Lösung über Beuel. Und sie macht auch in der ökologischen Betrachtung am wenigsten Schwierigkeiten. Demgegenüber stand der Wunsch nach einer direkten Anbindung über den Bahnhof Bonn-Beuel. Doch gerade diese Variante ruft die Bürgerinitiativen und Naturschützer auf den Plan. Sie wollten diesen empfindlichen Einschnitt in den Naturhaushalt des Siebengebirges nicht hinnehmen.
dass die Bahn eigentlich als umweltfreundliches Verkehrsmittel gilt, das ist uns klar. Aber die Einschnitte im Naturschutzgebiet, das ist das, was viele wirklich sehr empört und auch nicht zuletzt die 35.000 Leute, die hier spontan unterschrieben haben. Welche Trasse wirklich als die am geringsten schädliche, am wenigsten schädliche einzuschätzen ist, das muss eine Umweltverträglichkeitsprüfung ergeben. Und das ist auch das, was wir immer gefordert haben und auch weiterhin fordern. Besonders kritisch bei der Trasse über Bonn-Beuel war die Planung eines Tunnels durch diesen Berg. Denn hier befindet sich eines der wichtigsten Grundwasservorkommen des Siebengebirges. Und das Wasser hat eine besonders hohe Qualität. Aus der Sicht des Grundwasserschutzes kann es überhaupt keinen Zweifel geben, dass die Trasse, die über Siegburg führt, weniger belastend ist als diejenige, die mitten durchs Siebengebirge, mitten durchs Gestein, mitten durch das Grundwasservorkommen selbst hindurchführt. Das ist eine schwere Gefährdung dieses Vorkommens und eine völlige Entwertung dieses Vorkommens. Die Existenz des Wasserverbandes, der dort seit langem hochwertiges Wasser fördert, wird damit zentral getroffen. Trotz dieser vielen unterschiedlichen Auffassungen hofft die Bundesbahn natürlich, Raumordnungsverfahren und Planfeststellungsverfahren mit möglichst akzeptablen Lösungen bis spätestens 1993 abzuschließen. Und noch etwas. Diese Neubaustrecke zwischen Köln und Frankfurt ist ein unverzichtbarer Bestandteil des europäischen Hochgeschwindigkeitsnetzes. Spätestens im Jahr 2000 sollen die Züge von Frankfurt über Köln und Brüssel nach Paris rollen. Es ist höchste Eisenbahn für den Baubeginn. Einen wichtigen Schritt ist man jetzt weiter. Im Juli 91 hat sich Nordrhein-Westfalen für die Trasse über Siegburg entschieden. Es wäre sicher für uns alle von Vorteil, wenn die anderen Entscheidungen jetzt auch bald fallen würden, damit die Raumordnungsverfahren möglichst rasch einvernehmlich abgeschlossen werden können. Einen ganz wichtigen Aspekt haben wir uns heute bis zum Schluss aufgehoben. Das Stichwort Umwelt. Wir von der Bahn wissen natürlich, dass die Eisenbahn von allen bisher bekannten Verkehrssystemen die Umwelt am wenigsten belastet. Inzwischen wird das aber auch von immer mehr Politikern und Bürgern akzeptiert. Dieses Wissen verpflichtet uns aber umso mehr, über neue Trassen die Umwelt nicht zu vergessen. 1990 hat der Gesetzgeber eine formelle Umweltverträglichkeitsprüfung eingeführt für alle Baumaßnahmen. Sie muss hier in diesem Planungsstadium beim Raumordnungsverfahren gemacht und vorgelegt werden. Übrigens, im Planfeststellungsverfahren werden alle Planungsunterlagen öffentlich vorgestellt, also auch die Umweltverträglichkeitsprüfung nochmal. Es gibt also zweimal Gelegenheit, sich mit allen Ergebnissen dieser Umweltverträglichkeitsprüfung im Detail vertraut zu machen. Sie können also zweimal Ihre Eingaben machen. Nach Abschluss des Planfeststellungsverfahrens können Sie sogar beim Verwaltungsgericht klagen. Thorsten Rademacher hat die einzelnen Bausteine einer UVP, wie sie abgekürzt heißt, unter die Lupe genommen. Ich sage vorher schnell Tschüss und wenn Sie noch Fragen haben, schreiben Sie uns. Unsere Adresse zeigen wir Ihnen am Schluss. Hier zunächst also der Prüfungsbericht über die UVP. Eine idyllische Landschaft, die Gegend um das Badische Bühl. Ohne Zweifel, hier ist das Gleichgewicht zwischen Mensch und Natur noch in Ordnung. Um die Chancen am Verkehrsmarkt besser zu nutzen, um kürzere Reise- und Transportzeiten anbieten zu können, plant und realisiert die Bundesbahn hier zwischen Karlsruhe und Basel eine wesentliche Verbesserung der Strecke. Einzelne Streckenabschnitte werden neu gebaut, andere ausgebaut, für Tempo 200 bis 250. Ökologische Gesichtspunkte spielen bei Planung, Bau und Betrieb der neuen Strecke eine maßgebliche Rolle. Denn die DB ist wie bei allen Neubau- und Ausbaumaßnahmen bestrebt, die unvermeidlichen Eingriffe in die Landschaft so gering wie möglich zu halten. Dafür hat auch der Gesetzgeber vorgesorgt. Seit 1990 verlangt er die formelle Umweltverträglichkeitsverfahren. Vor allem Landschaftsplaner werden mit dieser Prüfung beauftragt. Sie sammeln jede Menge Informationen über Flora und Fauna, über die Lärmsituation, die klimatischen Gegebenheiten, über die Oberflächengewässer, den Boden, das Grundwasser, dazu über die Biotopsituationen und die naturnahen Erholungsgebiete. Alle Daten werden im Labor ausgewertet, mit Hilfe von Computern den Tunnelausbruch auf die andere Mainseite.
Dort wird Gestein gesammelt, um später in die neue Bahntrasse verbaut zu werden. Das bedeutet eine Entlastung der Straßen und damit der Umwelt. Für den Abraum wären sonst Tausende von Lkw-Fahrten nötig gewesen. So wie diese Sandsteinverkleidung der Stützmauer des Bahndammes, wird in wenigen Monaten auch das Tunnelportal des Schönrheintunnels aussehen. Es gibt viele Möglichkeiten, Tunnelportale optimal in das bestehende Landschaftsbild zu integrieren. Der Sinnbergtunnel zum Beispiel. Mit Mutterboden abgedeckt, wachsen heute über dem Tunnelportal Sträucher und junge Bäume. Wie geschickt die Landschaftsarchitekten entlang der Neubaustrecke Hannover-Würzburg rekultiviert haben, davon kann man sich auch hier in der Nähe des Betriebsbahnhofes Burgsinn überzeugen. Im Rahmen von Baumaßnahmen neu angelegte Biotope geben der Natur auch neue Chancen. Feucht- und Trockengebiete, Flachwasserzonen und Äsungsflächen verbessern sogar häufig die Lebensbedingungen für Fauna und Flora. Auch Regenrückhaltebecken werden naturnah angelegt. Sie bieten zahlreichen Tier- und Pflanzenarten neuen Lebensraum. Schon nach kurzer Zeit hatten sich hier Kröten, Molche und Libellen angesiedelt. Dort, wo die Streckenbauer die Felsböschung abtragen mussten, wurde sie kantig und griffig neu gestaltet, sodass Büsche und Gräser Halt finden. Kaum vorstellbar, wie solch eine Sandsteindeponie nach der Arbeit eines Landschaftsarchitekten aussehen kann. So zum Beispiel. Bahndamm und Hügel bestehen hier aus dem Abraum zweier Tunnelbaustellen. Unsere Beispiele zeigen, dass auch die idyllische Landschaft im badischen Bühl auf Dauer wohl nicht ernsthaft gefährdet ist. Und unsere Beispiele zeigen, dass die Baustrategen alter Art, die einst mittels eines Stiftes Trassen in die Landschaft schnitten, schon lange ausgestorben sind. Heute gilt, vor allem neue Bahntrassen werden umweltfreundlich geplant, umweltschonend gebaut.